Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu WWE SummerSlam. In der Preview habe ich mich ja noch darüber aufgeregt, dass es 12 Matches waren. Es wurde dann doch nochmal geändert, es waren 13 Matches letztendlich. Denn es wurde nochmal einen zwischengeschoben und zwar The Miz zusammen mit The Mistourage gegen die Hardys und Jason Jordan. Ja, man hätte ja theoretisch auch ein Intercontinental Championship Match einführen können, aber ach komm, wen interessiert der Titel? Letztendlich muss ich sagen, habe ich dem Match kaum Bedeutung gegeben, weil ich hier noch dabei war, die ganze Kickoff-Show von gestern noch so ein bisschen nachzubereiten. Aber gewonnen haben Miz und The Mistourage, was ich persönlich wieder gut finde, weil die als Gruppierung einfach gerade auch zuletzt von Brock Lesnar so zusammengeschlagen wurden, dass das hier schon irgendwie Sinn macht, die ein bisschen besser zu pushen. Ich meine, die Hardys muss man eh nicht den Sieg geben, denen hätte das auf jeden Fall nichts gebracht. Und was mit Jason Jordan zurzeit da passiert, ist sowieso alles ein bisschen komisch, aber naja. Also Miz und Mr. Rush gehen over, ist gut. Dann geht's weiter mit dem Cruiserweight-Titelmatch Neville gegen Akira Tozawa. Akira Tozawa hat ja bei Raw ganz überraschend den Titel gewonnen. Und hier beim SummerSlam ganz überraschend den Titel wieder verloren. Denn Neville geht hier in einem doch recht guten Match over. Und ich persönlich muss auch wieder sagen, ja, die Titelwechselerei war dumm. Aber dass Neville hier wieder den Titel hat, ist gut. Er ist einfach der bessere Cruiserweight Champion und wird auch dafür sorgen, dass wir bessere Titelmatches demnächst bekommen. Jetzt sollte aber die Fehde gegen Akira Tozawa dann auch endlich mal zu Ende sein, damit wir jetzt auch mal einen neuen Cruiserweight da ins Titelrennen schicken können. Dann hat Elias noch ein bisschen gesungen, hat eigentlich auch keinen interessiert. Weiter ging's mit dem SmackDown Tag Team Match. Die Usos gegen New Day. Auf der Seite von New Day standen Xavier Woods und Big E. Und New Day hatte neue Gear, war wieder so ein bisschen Dragon Ball, habe ich auf jeden Fall so ein bisschen rausgesehen, fand ich ganz geil. Und dieses Match war sogar fast eins der komplett besten beim SummerSlam, obwohl es in der Kickoff-Show war, denn das Ding war absolut großartig. Ich weiß nicht, ob die zu viel NXT TakeOver einen Tag vorher geguckt haben, aber das Ding war richtig Hammer. Es gab so viele Nearfalls und ein überraschendes Ende, in dem die Usos die Tag Team Titel wieder gewonnen haben. Muss man auch wieder sagen, völlig bescheuert, warum wechseln die auch hier wieder den Titel hin und her? Aber da das Match so super war, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Dann gab es eine KFC-Werbung von einigen WWE-Superstars, die alle als Colonel Sanders verkleidet waren. Und das hatte erstmal an sich keinen Sinn. Aber dann gab es ganz überraschend Shawn Michaels. Einfach mal seinen Entrance als Colonel Sanders verkleidet durchgezogen. Was sollte das? Ich habe keine Ahnung. Ich fand's cool, weil Shawn Michaels, aber Sinn hat es nicht, weil er wirklich nur sein Entrance gemacht hat. Und dann ist er wieder gegangen. Dann gab es das erste Match in der eigentlichen Show. John Cena gegen Baron Corbin. Und erstens hat Cena nur gelabert die ganze Zeit. Der hat ihm wahrscheinlich das komplette Match nochmal währenddessen gecallt. Vielleicht hatten sie keine Zeit, um das anständig vorzubereiten. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war das richtig krank. Cena hat die ganze Zeit gelabert, also Botchamania würde einiges zu tun haben. Und irgendwie kam es mir auch so vor, als würde Cena Baron Corbin nicht so wirklich mögen. Also jetzt außerhalb der Storyline, weil es irgendwie nicht so richtig eine Chemie der beiden gab. Es war irgendwie, es sah einfach alles eigenartig aus. Als würde Cena wirklich jeden einzelnen Schritt Baron Corbin nochmal erklären müssen. Und es war irgendwie, es war ein komisches Match, fand ich. Und letztendlich gewinnt Cena auch clean, obwohl es ihm überhaupt nichts bringt, weil er ja jetzt sowieso nicht mehr bei SmackDown bleibt, sondern zu Raw geht. Und Baron Corbin verliert erst richtig lächerlich den Money in the Bank Koffer und jetzt auch noch so eine Geschichte. Was soll das jetzt wieder? Dann gab es das SmackDown Women's Title Match zwischen Naomi und Natalya. Und auch hier konnte ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall von den beiden Women's Matches das bessere wird. Und das wurde es auch, denn die haben extrem viel Zeit für dieses Ding bekommen, was auch echt gut ist. Denn es war in keiner Art und Weise langweilig. Die beiden haben da ordentlich gezeigt, was sie drauf haben. Hat mir sehr gut gefallen. Und auch hier Titelwechsel. Natalya hat sich den Titel geholt. Das heißt, der ganze Glow vom Titel wird wieder weggehauen. Und Natalya ist SmackDown Women's Champion. Das finde ich super. Natalya verdient es auch mal, einen Titel zu tragen. Und von Carmella keine Spur zu diesem Zeitpunkt, von wegen, ob sie eincasht oder nicht. Ging es überhaupt nicht mehr drum. Alles gut. Dann gab es Big Show gegen Big Cass. Und da gab es ja im Vornherein sehr viel Gemecker darüber, dass dieses Match überhaupt existiert.
Es gab ja dann noch Enzo in diesem Haikäfig über dem Ring. Und erst, muss ich sagen, hat er während des Matches nur gestört. Weil er da oben die ganze Zeit rumgeschrien und rumgelabert hat. Das war irgendwie für das Match völlig nervig. Man hat sich überhaupt nicht auf das Match konzentriert. Aber dann hat er sich mit Öl eingeschmiert, sich fast komplett nackig gemacht und hat sich durch den Käfig gedrückt, sodass er rausgehen konnte. Wie bescheuert war das denn? Aber das ist wieder so typisch Enzo, fand ich super. Obwohl er natürlich, als er denn aus dem Käfig runtergesprungen ist und den Ring berührt hat, sofort von Big Cass einen Big Boot bekommen hat. Also hat es auch überhaupt nichts gebracht, aber lustig war es trotzdem. Ja, Big Cass gewinnt dann das ganze Ding und da Big Show sowieso seine Hand irgendwie getaped hatte, hatte man eh nicht das Gefühl, als würde da irgendwas passieren. Also Big Cass gewinnt, ja gut, weiter. Dann gab es Rusev gegen Randy Orton und das Match war super. Ich hatte ja erst gesagt, dass ich es scheiße finde, dass dieses Match überhaupt hier beim SummerSlam ist, weil man hätte das auch woanders hinsetzen können. Aber das hat genauso viel Matchzeit bekommen, wie es verdient hatte. Und zwar irgendwie 5 Sekunden oder so. Denn nach Randy Ortons Entrance hat Rusev ihn sofort attackiert. Als dann der Ref die Ringglocke ertönen lassen hat, gab es den RKO und das war's. Hier natürlich auch Rusev, was ist mit dir los? Völlig vorbei die ganze Sache. Rusev kannst du gleich rausschmeißen. Von jetzt an kommt nichts mehr. Was soll das? Ne, also so zu verlieren gegen Orton, naja. Dann gab es das Raw Women's Titelmatch zwischen Alexa Bliss und Sasha Banks. Und das, muss ich sagen, war ein bisschen langweiliger, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber irgendwie hat mich das nicht ganz so geflasht. Und scheinbar dürfen Frauenmatches nur noch via Submission enden. Denn bei NXT TakeOver war es schon so. Im SmackDown Women's Titelmatch war es schon so. Und auch hier, Sasha Banks gewinnt via Submission den Titel. Ja, ist schade für Alexa, weil die eigentlich ganz gut dabei war und auch hier irgendwie, wenn man Sasha den Titel gibt, ist das irgendwie nichts Besonderes mehr, weil die halt so oft jetzt schon den Titel hatte, in so kurzer Zeit immer wieder. Naja. Dann gab es Bray Wyatt gegen den Demon Finn Balor und das Ding war cool, das hat mir echt gefallen, gerade weil ja beide mit ihren Gimmicks so schön spielen konnten und Bray Wyatt war auch wirklich ein bisschen verwirrt, wer da genau vor ihm steht. Als er nämlich in den Shows immer doch sehr dominierend gegen Finn Balor war, war das jetzt wieder ein bisschen anders, weil der Demon war ihm irgendwie nicht so ganz geheuer. Zum Schluss gibt's den Coup de Gras und das war's. Finn Balor geht over, finde ich gut, gefällt mir, super Ding. Dann gab's das Raw Tag Team Titelmatch zwischen Cesaro und Sheamus und Dean Ambrose und Seth Rollins. Rollins hatte auch neue Klamotten, die genauso aussahen wie die von New Day. Also scheinbar war da einfach noch ein bisschen was über. Hat man das auch noch mit verbaut. Und dann gab es eine sehr lustige Sache. Und zwar hat die Crowd wieder angefangen mit Beach Ball Mania. Und da ist Cesaro einfach mal über die Absperrung gesprungen. Hat sich den Ball genommen und hat ihn kaputt gemacht. Einfach mal voll off-topic. Selbst Sheamus und Seth Rollins, die im Ring gerade agiert haben, waren völlig verwirrt, was jetzt passiert. Also es war schon echt lustig. Und auch hier Titelwechsel. Seth Rollins und Dean Ambrose räumen die Titel ab. Die Finish-Phase war auch extrem krass. Und nachher gab es den Dirty Deeds gegen Sheamus. Und das Ding geht clean durch. Alles schick. Super geil. Neue Tag Team Champions. Jetzt schreien natürlich alle nach Roman Reigns wegen Shield Reunion und so. Aber ich denke nicht, dass es passieren wird. Nur weil die jetzt die Tag Team Titel haben. Dann gab es das US-Titelmatch zwischen AJ Styles und Kevin Owens mit dem Special Referee Shane McMahon. Und der musste ganz schön kassieren, also der hat fast mehr aufs Maul gekriegt als die beiden, die eigentlich im Match waren. Und trotz allem war er aber zu beiden exakt gleich. Selbst wenn er mal irgendwie attackiert wurde und dann AJ Owens eingerollt hat, war er genauso wie in der gleichen Situation, nur umgekehrt kurz danach oder kurz davor. Ich weiß ja auch nicht, wer als erstes da war, aber trotz allem hat man das Ziel schon so aufgestellt, dass er doch beiden gegenüber ein bisschen skeptischer war, aber trotzdem alles das gemacht hat, wie es ein normaler Ref auch machen sollte. Und letztendlich verteidigt AJ Styles hier auch den Titel, also alles gut, schönes Ding. Dann ging es weiter mit dem WWE-Titelmatch Shinsuke Nakamura gegen unseren Champion Jinder Mahal. Und auch da muss man sagen, Überraschung. Nicht nur, okay, wieder gut mit dem Shinsuke-Ding gespielt, Shinsuke wieder schön am Dancen und alles. Und Jinder hat ihn auch immer mal so ein bisschen verhöhnt. Generell gab es aber nicht dieses klassische, richtig extrem gute
Shinsuke-Match. Und nachdem sich Shinsuke erst mit dem einen, dann mit dem anderen Singh Brother beschäftigt hat, gab es danach den Koloss von Jinder Mahal. Und das war's. 1, 2, 3. Sonst im ganzen Pay-Per-View alle kicken aus ihren Finishern aus. Und hier, da wo du es eigentlich wolltest, bei jemandem, der es eigentlich auch könnte mit Shinsuke, da passiert gar nichts mehr. Das war's. Jinder Mahal geht over. Naja, war jetzt auf jeden Fall ein bisschen komisch, aber eigentlich dürfte Shinsuke jetzt nicht mehr weiter im Titelrennen sein, denn er wurde Number One Contender, er hatte sein Titelmatch und er hat es verloren. Fertig, aus. Eigentlich müsste er jetzt wieder ganz hinten sich anstellen und wer kommt dann? Da im Moment ja keiner mehr da ist, weil Baron Corbin wurde begraben durch Cena, Cena ist weg. Randy Orton, der ist zwar wieder over, aber der hatte erst seine Titelmatches und ja, Rusev kannst du eh vergessen, Kevin Owens hat sein US-Titelmatch verloren, also der ist dann auch raus und AJ Styles ist US-Champion. Da bleibt nur noch Sami Zayn im SmackDown-Roster. Und zu guter Letzt gab es das Universal Championship Match zwischen Brock Lesnar, Roman Reigns, Samoa Joe und Braun Strowman. Und ja, Fatal 4-Way, das heißt, es geht eh alles erstmal ziemlich durcheinander. Und als Braun Strowman und Brock Lesnar im Ring waren, sind die Leute so ausgeflippt. Weil diese Auseinandersetzung scheint dann wirklich sehr vielversprechend. Generell, Braun Strowman ist sehr beliebt bei den Fans. Roman Reigns natürlich wieder ausgebuht, wie Sau, ist klar. Dann hat Braun Strowman Brock Lesnar durch zwei Kommentatorentische gejagt. Und danach gab es so eine Szene, wo ich immer denke, ja Leute, wirklich jetzt. Und zwar wurde Brock Lesnar schön auf eine Trage gelegt, abtransportiert. Und Leute, selbst wenn man seit 1000 Jahren Wrestling guckt, es war noch nie in der Wrestling-Geschichte so, dass man während eines Matches jemanden abtransportiert hat und der dann einfach nicht wiederkam. Es ist immer so, dass nach ein paar Minuten er wieder von der Stage rammelt und einfach wieder weiter mitmacht. Ich finde, irgendwie verliert das auch so ein bisschen den Reiz. Es sollte irgendwann mal passieren, dass der dann auch wirklich raus ist aus dem Match, damit man als Fan nicht genau das denkt. Naja, aber hier auch wieder so. Also Brock Lesnar kommt einfach danach wieder mit hin. Keine Ahnung, ob es ihm zu lange gedauert hat, ob er gesagt hat, nö, ich will 15 Minuten, wer soll das machen? Samoa Joe, den ich ja eigentlich gerne als Sieger gesehen hätte, der hatte vielleicht ein bisschen wenig Möglichkeiten, sich hier durchzusetzen. Roman Reigns hat, glaube ich, in dem Match 25 Superman-Punches ausgeteilt. Naja. Aber generell, diese Auseinandersetzung mit Strowman und Lesnar war halt irgendwie geil. Deshalb, ja, war das in Ordnung alles. Naja, und letztendlich gab es den F5 gegen Roman Reigns. Das heißt, Roman Reigns wurde gepinnt, Brock Lesnar gewinnt und der Titel wechselt nicht. Also auch hier, deswegen wurden alle anderen Titel gewechselt, nur damit man nicht sauer ist, dass Brock Lesnar weiterhin Champion ist und weiterhin nicht bei den Shows auftaucht. Naja, alles in allem aber trotzdem ein guter Pay-Per-View gewesen mit doch schönen Matches und halt überraschenden Titelwechseln. Und ihr wisst, wenn es überraschend ist, finde ich es gut. Schade natürlich, dass die Hauptchampions nicht gewechselt wurden, weil ich glaube, das hätten alle gerne gesehen, dass von mir aus Strowman und Shinsuke da den Titel gewinnen. Das wäre vielleicht schon ziemlich krass gewesen, aber dann ja, wären wahrscheinlich andere Titel nicht gewechselt worden, was vielleicht ein bisschen klüger gewesen wäre, aber scheiß drauf. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was Raw und SmackDown nach dem SummerSlam angeht, ob sie daraus wirklich jetzt eine große Sache machen oder ob es eher so, naja, normale Ausgaben werden. Ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch. Schreibt mir gerne eure Meinung zum SummerSlam in die Kommentare. Ansonsten gebt dem Video gerne noch einen Daumen nach oben und vergiss nicht, meinen Kanal hier noch kostenlos zu abonnieren. Das war's dann erstmal für heute. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.